Hi Leute und herzlich willkommen zu Prüfungsvorbereitung Metall. Und zwar wollen wir heute mit unserem Grundlagenkurs Metall weitermachen. Was erwartet euch im Kurs? In dem Kurs wollen wir einfach über die Grundlagen sprechen, denn wie ich gemerkt habe, haben auch viele Leute einfach nicht das Verständnis dafür und nicht die praktische Erfahrung. Und wenn die Videos euch gefallen, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo, das würde mich sehr freuen, weil es motiviert mich einfach nur noch mehr Videos für euch zu machen. Und falls ihr irgendwelche Kommentare habt, Anregungen, dürft ihr sie immer gerne unter das Video schreiben. Ich versuche auch wirklich alles zu beantworten. Und zwar wollen wir heute über Parallelendmaße sprechen. Das ist auch wirklich eine wichtige Grundlage, die man wissen muss. Was sind Parallelendmaße? Und zwar, sie sind die genauesten und wichtigsten Maße zur Maßverkörperung, genauesten zur Längenprüfung und die Maßgenauigkeit hängt von der Toleranzklasse ab. Und zwar sehen wir hier Parallelendmaße, die gibt es in verschiedenen Größen und in verschiedenen Dicken. So können wir sehen, haben wir hier eine mit 100 mm, die ist dann auch genau 100 mm lang. Wir haben eine mit 50 mm, die ist genau 15 mm lang. Eine mit 10 und mit 5 und so geht es weiter im Set. Das bedeutet, wenn wir eine Länge brauchen, dann können wir die mit den verschiedenen Parallelendmaßen zusammenführen. Und das sogar bis auf den Mühbereich. Was haben wir hier? Und zwar haben wir hier ein Parallelendmaß. Und zwar ist es hier eine kleine Skizze. Und es ist einfach nur wichtig, dass man auch die ganzen Abweichungsspannen kennt und die Grenzmaße. Und zwar haben wir eine Abweichungsspanne mit TV. Das begrenzt die Ebenheit und die Parallelitätsabweichungen. Wir haben das Grenzmaß TE. Das wäre das hier. Zuverlässige Längenabweichung vom Nennmaß. Wir haben hier das Nennmaß. Und zwar ist einfach nur gut zu wissen, dass man es mal gesehen hat. Aber keine Sorge, das wurde zum Beispiel noch nie in der Klassenarbeit, glaube ich, abgefragt. Und es ist einfach nur Interesse halber schön zu wissen. Also hier haben wir eine Tabelle mit den verschiedenen Toleranzklassen. Und zwar gibt es die Parallelendmaße in verschiedenen Qualitätsstufen und in verschiedenen Toleranzklassen. Und zwar ist es so, dass die Toleranzklasse von 2 bis K geht und je nachdem wird es auch teurer. Das bedeutet, dass die Toleranzklasse 2 die günstigste Toleranzklasse ist. Denn wir wissen, sind wirklich auch Werkzeuge und Prüf- und Messmittel in diesem Bereich sehr teuer. Und es kommt immer auf die Verwendung drauf an. Das bedeutet, wenn man eine normale Produktion hat, sage ich mal, mit nicht so hohen Toleranzklassen, ist es nicht sinnvoll, wenn man die höchste Toleranzklasse nimmt, weil es wirklich sehr teuer ist, sondern vielleicht wird einem die Toleranzklasse 2 reichen. Und zwar, was bedeutet das K? Und zwar ist die Verwendung Bezugsnormale zum Kalibrieren von Endmaßen und zum Einstellen präziser Messgeräte und Lehren. Da haben wir die kleinste Abweichung. Das weiter mit der Toleranzklasse 0. Das ist zum Einstellen und Kalibrieren von Lehren und Messgeräten in klimatisierten Messräumen. Das wäre zum Beispiel der Standard, den wir benötigen würden in einem Messraum, der 20 Grad hat. Und zwar gibt es noch die Toleranzklasse 1. Das ist die meistbenutzte Gebrauchsnormale zum Prüfen in Messräumen und in der Fertigung. Das bedeutet, es würde keinen Sinn machen, wenn man in der Fertigung zum Beispiel die Toleranzklasse K benutzt, wenn auch da die 1 reichen würde. Es hängt immer von der Firma ab und was die Leute auch bevorzugen. Dann gibt es noch die letzte Toleranzklasse, wäre die Toleranzklasse 2. Das heißt, das Gebrauchsnormale zum Einstellen und Prüfen von Werkzeugen, Maschinen und Vorrichtungen. Da wird gern diese Toleranzklasse benutzt, nur dass ihr mal da einen kleinen Einblick dafür bekommt. Und zwar, was sind mögliche Fakten darüber? Ist Toleranzklassen K und 0 können ohne Druck angeschoben werden. Das bedeutet, das sind die besten Toleranzklassen, wie wir gesehen haben in der Tabelle K und 0. Beim Zusammenstellen muss man mit dem kleinsten Maß anfangen. Was bedeutet das, wenn wir zum Beispiel ein Maß benötigen, dann müssen wir mit dem kleinsten Maß anfangen und dann die Parallelendmaße ansprengen. Angeschobene Stahlendmaße sollten nach dem Benutzen getrennt werden, da sonst zum Kaltverschweißen kommen kann. Was bedeutet das, wenn man die Teile einfach angesprengt lässt? Das bedeutet, man lässt sie zusammen nach der Benutzung. Kann es sein, dass die Teile kalt verschweißen und man dann die Teile nur schwer oder mit Gewalt auseinander bekommt. Wie wir gerade gehört haben, gibt es Stahlendmaße, jetzt wollen wir mal zu Hartmetallendmaßen kommen. Und zwar Hartmetallendmaße sind 10-mal verschleißfester als die Stahlendmaße. Was ist ein Nachteil davon? 50% geringere Wärmeausdehnung. Und Hartmetall besitzt die besten Eigenschaften zum Anschieben. Das Anschieben bedeutet, dass man die Teile zusammenführen kann. Und was wäre die höchste Qualität, die man in diesen Endmaßen haben kann? Das wären Endmaße aus Keramik. Diese Endmaße haben stahlähnliche Wärmeausdehnung, sind extrem verschleißfest und extrem bruchfest und korrosionsbeständig. Das ist der Unterschied zwischen den Hartmetall-Endmaßen und den Endmaßen aus Keramik. Und zwar wollen wir jetzt mal zum praktischen Teil kommen und zwar ansprengen. Und wenn wir eine Endmaßkombination haben, die gesucht ist, und zwar das Ansprengen findet so statt, dass man die Teile
zusammenreibt und dann so zusammenführt, dass die auch zusammen haften bleiben. Denn durch die Haftreibung bleiben die Teile zusammen. Und zwar ist gesucht die Endmaßkombination mit 50,008 mm. Was nehmen wir? Wir haben oftmals Endmaßkombinationen, die wir wählen können. Und zwar wählen wir immer das kleinste Endmaß zuerst. Das bedeutet, wir nehmen hier das Endmaß mit 1,008 mm. Das heißt, das Teil ist 8 μ größer als 1 mm. Das zweite Endmaß für die Kombination wäre dann 9 mm. Und dann müssen wir die Zahl voll bekommen. Das heißt, das dritte Endmaß würde dann 40 mm sein. Wir würden mit dem Teil anfangen, dann das hinzufügen und das. Und unser Endmaß, wenn wir das dann messen würden, wäre dann einfach 50,005 mm, wie das gesuchte Endmaß. So könnt ihr einfach verschiedene Kombinationen zusammenführen und so könnt ihr wirklich auch jedes Maß erstellen, was ihr benötigt. Und eine wichtige Regel, das ist wieder sogar einer der wichtigsten, würde ich sagen, ist, Endmaße müssen aus möglichst wenigen Endmaßen bestehen. Das bedeutet, man könnte auch dieses Maß aus vielen verschiedenen Endmaßen nehmen, doch wie gesagt, macht es Sinn, wenn wir zum Beispiel dafür nur 3 Endmaße benutzen können. Das wäre jetzt eigentlich so die Option, die ich finde, die am geringsten Endmaße benötigt. Aber wenn wir auch 4 hätten, wäre das auch noch okay. Aber nicht, dass man dieses Maß zum Beispiel aus 8 oder 9 Endmaßen zusammenfügt. Klar, wenn man keine andere Möglichkeit besitzt, dann muss man es so machen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, einfach Endmaße zu verstehen und wie sie aufgebaut sind. Und ich hoffe, ihr könnt auch mal in der Praxis mal Endmaße ansprengen, weil ich finde es ziemlich witzig, dass die Endmaße dann einfach zusammenhalten. Und achtet immer drauf, dass die Endmaße sauber sind und nach der Benutzung, dass ihr sie einfach putzt und dann wieder in den Koffer macht, so dass nichts verloren geht. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr lernt fleißig und ich hoffe, ihr schreibt auch gute Noten in der Schule durch die Videos. Und wenn euch die Videos gefallen, dann lasst doch bitte ein Abo und ein Like da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und falls ihr irgendwas wissen möchtet, dann könnt ihr immer gerne Kommentare da lassen. Ich versuche einfach jedes Kommentar zu beantworten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Viel Erfolg. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.